Ja, ich begrüße euch recht herzlich zur letzten Folge Captain Toads Treasure Tracker. Warum weiß ich jetzt schon, dass es die letzte ist? Naja, ich habe jetzt etliche Male versucht, dieses Level zu spielen. Und, ja, habe zum Teil mich dabei aufgenommen, so die ersten Male. Und dann irgendwann dachte ich mir, okay, du musst das nicht die ganze Zeit kommentieren, wenn du es sowieso nicht schaffst. Und dementsprechend, ja, habt ihr jetzt kein richtiges Let's Play, sondern eher ein Commentary, weil ich das Ganze jetzt gerade einfach mal kommentiere. Das heißt, ich habe das Ganze schon durchgespielt und kann jetzt relativ entspannt sein. Allerdings kommentiere ich jetzt, also ich habe eben gerade die Folge aufgenommen, also gespielt, und jetzt kommentiere ich auch direkt danach. Ich bin immer noch so ein bisschen auch an meinem Puls. Ich verrate euch nicht, wie viele Level es werden, aber es werden einige. Ich habe eben gar nicht drauf geachtet, wie weit... Ach ja, doch, da war angezeigt eben Level 34, glaube ich, war eben angezeigt. Nee, es war, glaube ich, nicht Level 34 angezeigt. Aber ihr könnt schon erahnen, es geht auf jeden Fall über 30. Und ja, ich habe dann zwischendurch, ich habe mal geguckt, gibt es irgendwelche Tipps oder Tricks, die man anwenden kann? Kann man irgendwas tun, damit sich das irgendwie, dass man es irgendwie einfacher hat? Nee, nicht wirklich. Eine Sache, die ihr auch schon wahrscheinlich seht, ich habe ja in den letzten Folgen, ich glaube zweimal habe ich jetzt versucht oder dreimal, habe ich ja immer am Anfang alle Münzen mitgenommen, immer versucht, so viele Münzen wie nur möglich mitnehmen und Hauptsache diese 5000 Münzen erreichen. Ich wusste ja, ich habe ja auch beim letzten Mal schon gesagt, wie viele Level wird es wohl geben? Keine Ahnung. Sind es irgendwie 30? Ah, könnte eng werden, dann muss man schon relativ viele mitnehmen, weil... Ich war irgendwie ja bei unseren besten Versuchen, war ich irgendwie bei 2700 Münzen und wir waren kurz vor Stufe 30. Und das wäre schon eng geworden. Aber das ist das Einzige, was ich dann mitnehmen konnte. Und ich wusste dann auch tatsächlich, wusste ich wie viele Level, doch ich wusste tatsächlich auch, wie viele Level es sind. Münzen sind egal. Hauptsache die Level schaffen. Einfach nur durch die Level durchkommen. Klar, so ein bisschen Münzen mitnehmen, wo es geht, aber ansonsten, ja. So, mittlerweile sind wir dann auch schon auf Stufe 7 angekommen und da folgen noch einige, aber das ist ja alles noch relativ entspannt hier, ja, auf Level 5 halt die komischen Goombas, diese komischen Runner da machen, wir haben uns erstmal wieder in der Sackgasse manövriert und hier ist der Hund, ist ja absolut lächerlich momentan noch, wir haben den einen Geister hinter uns, den kennen wir auch schon, wir haben die komischen Spucker und ja, absolut kein Problem. So. Stufe 8. Auch da alles noch kein Problem. Und ja, wie gesagt, ich versuche immer so schnell wie möglich eigentlich den Ausgang zu finden. Und ja, wenn da jetzt irgendwie so Münzen auf dem Weg sind, dann versuche ich die natürlich einzusammeln. Also ich laufe nicht bewusst irgendwie an Münzen vorbei. Wenn ich dann doch mal vorbeilaufe, dann denke ich mir aber nicht, ja, komm, wir gehen nochmal zurück. Jedenfalls im Normalfall nicht. Und, ja. Was ich allerdings sagen muss, ist einfach so komplett random. Ich hatte Level, oder das werden wir auch noch sehen, ist ein Level dabei. Da können wir einfach durchlaufen. Da ist nichts auf dem Weg. Also da ist kein, nicht ein Gegner auf dem Weg. Da müssen wir auf nichts aufpassen. Und dann gibt es wieder Level, ja. So, erste kurze Verschnaufspause so gesehen. Mit Stufe 10. Pilz brauchen wir eigentlich gar nicht unbedingt. Wir sind sowieso groß. Gibt es 10 Münzen mehr? Ja. Wenn es dem denn sein soll, dann ist dem nun mal so. So, ich weiß gar nicht, was ich da überlegt habe. Ich glaube, da habe ich kurz auf den Monitor geguckt, weil ich hatte in dem Fall der Esser. Ich habe mich ein bisschen ablenken lassen noch. Aber gut, so, da haben wir auf jeden Fall auch wieder direkt den falschen Weg genommen. Und dann, ja, hier ist dann ja relativ eindeutig, wo wir lang müssen. Da können wir uns nicht mehr groß verlaufen. Ich weiß gar nicht, ob ich es hier schon benutze. Nee, hier benutze ich das noch nicht. Hier kann ich noch einfach so durchlaufen. Später wird das verdammt wichtig, dass ich den Touchscreen benutze. Weil es gibt, werden Szenen kommen, das werdet ihr schon sehen. Ja, da... Selbst mit Touchscreen. Und da sehen wir auch so einen komischen Riesenstapel. Den hatte ich zum Teil
irgendwie in Level 1 hatte ich davon zwei, glaube ich, einmal in einer Aufnahme. Das heißt, da hat man dann direkt im ersten Level schon Münzen ohne Ende. Da genau, da berühre ich den, dass er mir nicht nachlaufen kann oder mich auch noch nicht mal richtig sieht. Und, weil wenn man die so lange berührt, bis man hinter der Mauer ist, dann kommen sie erst gar nicht hinterher. Dann ist denen das ganz egal. Ja, genau, da war schon der richtige Fail, da habe ich schon überlegt, ja komm, da kannst du eigentlich gleich abbrechen. Aber jetzt kommt gleich Level 15, das heißt, da kommen gleich die komischen Runner wieder. Und da dachte ich, kannst du vergessen. Da habe ich schon eigentlich gehofft, naja, vielleicht ist ja ein Pilz da. Nö, kein Pilz da. Aber gut, machen wir weiter. So. Da, doch, stimmt, genau, da ging es dann relativ zügig lang. Da kommt aber uns der eine noch relativ nah. Das war nochmal relativ knapp. Gut, das Level aber auch geschafft und jetzt fängt es mit den Geistern an. Geister, wann sind Geister, Gott, ich habe gerade, ich merke gerade, ich habe vergessen, den Pferd erlaubt, das zu machen. Ich hoffe, man hört das nicht in der Aufnahme. Mal gucken, eventuell, sonst habe ich es hoffentlich rausgecuttet. Haben wir wieder einen Goldhaufen. Geister sind eigentlich nur dann gefährlich, wenn man in eine Sackgasse läuft. Weil dann kommt man da nicht mehr hinterher. Ansonsten fliegen, wenn man die ganze Zeit in Bewegung ist, dann fliegen die schön hinter einem her. Gar kein Problem. Alles optimal. Aber wenn man in der Sackgasse läuft dann, und die einmal dann entgegenkommen, wird das schon eng. Da muss man Glück haben, dass man es schafft. So, wir sind auf Ebene 19 und wir sind immer noch nicht groß, aber wir haben ja gleich Level 20. Dementsprechend das hier noch schaffen. Da habe ich zum Glück auch relativ früh gesehen, wo wir langlaufen müssen. Dementsprechend keine Sackgasse. Und ja, haben wir zum Glück geschafft und können uns hier schön wieder den Pilz holen und uns groß machen. So, ja, da sind wir wieder groß. Mittlerweile 2117 Dinger. Das heißt knapp über 100 Dinger pro Level. Genau, da habe ich gerade geguckt, dass ich die Lampe ausmachen kann. Weil die zum Teil, und da kommen jetzt unsere Lieblingsgegner. Da ist es mega wichtig, mit dem Touchfeld zu arbeiten. Weil andererseits fast keine Chance. Die, zum einen, also die speien ja Feuer. Das sollte man schon, wenn möglich, verhindern. Und zum anderen, die normalen Pflanzen, die nur nach einem schnappen, die entscheiden sich ja irgendwann für eine Richtung, wo sie hinschnappen. Also die schnappen dann nicht einfach weiter in deine Richtung, sondern ja, wenn du halt weiterläufst, dann schnappen sie auf eine alte Position von dir. Die bewegen sich so gesehen vor. Also die schnappen dahin, wo du dann in dem Moment stehst. Ich weiß gar nicht, ob wir das sehen, ich glaube ja. Aber dementsprechend, die waren einfach nur ätzend. Und hier, nachdem wir ja irgendwie von Level 14 an klein sein mussten bis Level 20, haben wir hier jetzt direkt zwei Pilze gefunden. So, und da war eben das, was ich meinte, also in dem auf Stufe 23, nicht ein Gegner. Nicht ein Gegner. So, und das ist auch immer fies, zwei Pflanzen nebeneinander. Ja, und da habe ich mich schon mal vertan. Ich dachte, da könnte ich nebenher laufen, klappte aber nicht. Aber da haben wir das Glück, hier ist direkt wieder ein Pilz. Also das war ein bisschen lucky, dass da dann direkt wieder ein Pilz lag. Aber gut, man muss bei dem Level hier auch absolut zwischendurch Glück haben. Anders ist es fast nicht machbar. Hier war auch schon wieder so, jo, der startet direkt neben mir. Das hat mich das ein oder andere Level zwischendurch gekostet. Also den ein oder anderen Versuch, weil die direkt neben einem starten und ich keinerlei Möglichkeit hatte, neben ihnen vorbeizulaufen. So, das sind auch nochmal spezielle Freunde. Die kennen wir ja auch schon. Also wir kennen ja sowieso alle Gegner aus den normalen Leveln. Und ja, Sackgasse. Wir haben so ein Viech hinter uns und ja, da wurden wir dann auch direkt getroffen. Wunderbar. Ja, die laufen uns ja nur nach, wenn sie uns sehen. Dementsprechend bei denen auch eigentlich echt mega wichtig, dass man die antippt. Man kann das so ein bisschen auch wieder ausnutzen, dass wenn die sich wegdrehen, dass die dann einen, wie gesagt, nicht sehen und dann kommt man da relativ gut weg. Aber antippen eigentlich immer die sichere Variante. Da bin ich auch eben einmal auf Risiko gegangen, obwohl ich klein bin. Das war eigentlich auch mega dämlich von mir. Ist zum Glück gut gegangen, weil die Geister spawnen ja zum Glück mit Verzögerung. So. 28. Zwei Level noch, bis wir wieder bei dem 30er Bereich sind und dementsprechend uns unseren Gratispilz holen können. Und
Ja. Wir sehen schon, ich bin wieder in der Sackgasse. Wunderbar. Genau, ja, stimmt. Und dann nehme ich sogar noch Münzen mehr mit. Ich weiß nicht, was mich da zwischendurch geritten hat. Wir sind übrigens immer noch über einem 100er Schnitt. Also über 100 Münzen pro Level. Das heißt, naja, ich habe ja schon angekündigt, das endet nicht bei 30. Wenn es bei 30 enden würde, wären wir mit den 5000 geforderten Münzen, na, das würden wir nicht schaffen. So, 29. Ja, genau. Und das hatte ich auch einige Male. Da stehen die einfach mal direkt vor dir. Und die haben mich dann auch ganz gerne mal erwischt. Da hatte ich zum Glück relativ schnell reagiert. Und Stufe 30 und... Ha, verarscht! Da bekommst du gar kein Bonuslevel. Bonuslevel, wir schenken dir doch keine Pilze. Ja. Gott, wie mir da die Pumpe ging in dem Moment, so von wegen, ja, jetzt hast du hast Stufe 30 erwischt, jetzt wirst du wieder groß. Ich laufe irgendwie, ich weiß gar nicht, seit wann ich jetzt klein bin, auf jeden Fall schon ewig und ja, dann kommt keins, wie ich mich verarscht gefühlt habe. So, ja, neue Gegner, Kanonen. Zum einen natürlich relativ vorhersehbar, weil die schießen ja nur in eine Richtung. Zum anderen, sie schießen halt aber auch regelmäßig. Man kann es nicht wie eine Pflanze irgendwie austricksen. Wobei mir jetzt so im Nachhinein einfällt, ich hätte natürlich auch die Kanonenkugeln aufhalten können. Oh. Ja, dementsprechend, ihr wisst jetzt schon, okay, ich habe die Kanonenkugeln nicht aufgehalten. Boah, aber da auch. Ja, da kommt eine, da kommt eine. Du musst warten, bis die durch ist. Uff. Das ist einfach so mega knapp, weil du kannst ja nicht einfach stehen bleiben. Weil hinter dir kommen ja die Geister die ganze Zeit und... Ihr merkt, wir sind immer noch klein. Wir dürfen nicht getroffen werden, sonst ist das Ende. Entschuldigung. Kann man einmal husten. Dadurch, dass ich jetzt hier schön durchkommentieren kann, kann man natürlich auch ein bisschen mehr reden und dann versagt mir so langsam die Stimme gerade. Oh, ja, da bin ich dann dagegen gelaufen. Das war auch mega gut von mir. Und wir sind erstmal wieder in der Sackgasse. Auf der anderen Seite, die machen einem natürlich auch irgendwie neue Wege frei. Aber... ob die dann irgendwie sinnvoll sind, ist natürlich auch immer die Frage. Ja, da hätte ich zum Beispiel einfach links abbiegen können, wobei... ja. Und... endlich geschafft, ey. Das war eine Tortur. Da laufe ich... es waren, glaube ich, über 10 Level, die ich da durchlaufe, in denen ich klein bin. Und... oh... nee, stimmt. Und dementsprechend, ich war mir am Anfang gar nicht sicher, ob wir schon irgendwie Level 34 waren beim besten Versuch der Aufnahme. Genau, da musste ich erstmal durch. Und das war... oh. Dementsprechend, wir waren, glaube ich, Maximum bei Level 29. Weil wir wussten ja noch gar nicht, dass bei 30 kein Bonus kommt. Wir haben jetzt übrigens 4 hinter uns. Und ja, hier jetzt gerade die Schwierigkeit... ja, diese komischen Spukviecher tauchen immer so versetzt auf und ja, da muss man dann schön aufpassen, welcher jetzt gerade oben ist und welcher nicht. Und ja, auch hier haben wir jetzt zum Beispiel wieder Glück. Wir haben schön unser Level hier vor uns, also wir haben hier schön gerade ein Level, da sind gerade nur 2 von den Viechern, den Rest können wir einfach durchlaufen. Optimal, viel besser kann es nicht laufen. Und hier auch wieder. Hier ist gar kein Gegner. Also hier sind jetzt welche hinter uns, aber die interessieren uns ja gar nicht. Also da jetzt auf jeden Fall mal ein paar Level Glück. Münzentechnisch wieder, ja, immer noch 100er Schnitt pro Level. Da haben wir schon wieder Glück. Wieder nicht ein Gegner, deswegen denke ich mir jetzt auch gerade, ach, YOLO, komm. Oh Gott, ich hasse dieses Wort YOLO. Es ist einfach... ach. Ja. Und jetzt geht's los. Jetzt haben wir hier nicht mehr die Viecher, sondern... ich weiß gar nicht, wie viele es sind. 3, 4, 5. 5 von den Chargern. Ja, da musst du auch erstmal wegkommen. Jetzt haben wir wieder Goombas. Goombas und Kanonen. Natürlich auch gefährlich. Oh, ja. Das war auch mächtig knapp. Da, vor allem, da ging mir echt schon die Pumpe. Ich meine, ich weiß ja, wie weit es geht und... wenn du vor allem 40 Level gemacht hast, willst du nicht mehr versagen. Du musst es ja sonst von vorne machen. Da ist nicht irgendwie so irgendwie Checkpoint zwischen so, ja, okay, du hast es bis Level 30 geschafft, dementsprechend. Hier, komm, wir lassen dich bei Stufe 30 wieder einsteigen. Nee, wenn du hier scheiterst, dann fängst du von vorne an. Und zwar ganz von vorne. Und
das will ich nicht oder das wollte ich nicht oder das wollen wir nicht und ja. Sag mal, war hier gerade eigentlich das Ding in der anderen Ecke oder habe ich hier gerade einfach mal nicht aufgepasst? Nee, weil normalerweise sind die Dinger ja immer über Kreuz. So, da hinten haben wir einen Pilz. Ich weiß gar nicht, lasse ich den liegen? Nee, lasse ich nicht liegen. Ich glaube, in dem komischen Ding mit den Chargern habe ich ihn liegen gelassen, weil ich mir so dachte, na, vielleicht gehe ich den Schritt nochmal zurück, falls die mich erwischen. Ja, hier. Ah, nein, ich werde doch nicht getroffen, okay. Haben wir wieder, jetzt haben wir 6 von den Dingern drin. 6 Stück. Und, oh, man, die gehen ja, wenn man, gerade weil das so viele sind, ist es ja noch nicht mal unbedingt von Nachteil, weil die räumen dir relativ stark den Weg frei. Auf der anderen Seite musst du natürlich trotzdem mega aufpassen, dass du da nicht irgendwie falsch reinläufst. Oder wir kennen das. Ja. Erstmal schön getroffen worden von der Pflanze. Das heißt, ja, wieder klein und jeder Fehler jetzt wird bestraft. Naja, wir kennen das ja von den... Was wollte ich jetzt eigentlich gerade erzählen? Ich will auf jeden Fall erzählen, dass wir das schon kennen. Aber ich weiß gerade nicht mehr, was wir schon kennen. Irgendwas war ich bei den Chargern, ich weiß aber nicht mehr was. So, Level 48 und Sackgasse. Und ja, ganz knapp geschafft, aber ich hatte das ja schon erwähnt, Geister und Sackgassen kann kritisch werden. So, da hatte ich ein bisschen Glück. Man kann, wenn die gerade ausholen und man die antippt, dann macht man die kaputt. Das ist ganz praktisch. Und, schön. So, da... Ja, laufe ich erstmal schön in die Sackgasse weiter rein, aber ist nochmal gut gegangen. So, Stufe 49 aber auf jeden Fall. Und da 2 Pflanzen nebeneinander. 2 Pflanzen ist somit das Schlimmste, was passieren kann. Weil du dann nie weißt, was passiert. Und hat aber zum Glück geklappt und wir sind bis zum Ende klein gewesen. Und ihr könnt gar nicht glauben, wie mir die Pumpe ging. Im Ernst, ich war... richtig, richtig fertig. Weil ich habe das jetzt 2-3 Stunden probiert oder so. Plus das, was ich davor schon, also nur heute. Plus das, was ich davor schon gemacht habe. Oh. Hier steht dann übrigens Thank You. Das finde ich nochmal cool gemacht. Die ganzen, der Toadtrupp ist da, Toadette ist hier. Hier bekommen wir jetzt natürlich auch glücklicherweise nochmal einen Pilz. Und ja, jetzt seht ihr auch, warum es prinzipiell egal war, wie viele Pilze man davor mitnimmt. Also natürlich nicht egal, also ich bekomme hier keine 5000, aber, ja, ihr seht schon, wie viele goldene Pilze hier sind. Hier sind, glaube ich, pro Ding irgendwie 4, dann sind es 2, 4, 6, 8, 10, das sind hier irgendwie 500 so und dann die ganzen Dinger, die du rausholst, hier sind irgendwie fast 2000 Pilze. Ich habe jetzt gerade gar nicht drauf geachtet, hätte ich ja eben mal machen können. Ihr könnt ja selbst gucken, wenn ihr das mögt. Oh. Es war einfach so heftig. Es ist... Ja, zwischendurch habe ich echt gedacht, ich gebe auf. Also ich hatte erst aufgenommen und so ein paar Versuche gemacht und so. Nee. Ganz vergessen, keine Chance. Da habe ich mir so Tipps angeguckt und so. Ja, Münzen muss man nicht einsammeln. Ja, das ist zwar irgendwo eine Erleichterung, aber... So richtig hilft das jetzt auch noch nicht. Aber dann hat's geklappt. Glückwunsch! Du kannst nun jederzeit die Münzparadies-Level in der Bonus-Episode spielen. Ja, wir haben es so gesehen geschafft. Genau, Münzparadies, Münzwahn, Münzenrausch und Münzenfest. Ja, ich gucke jetzt hier gleich nochmal ganz kurz in ein Level rein, um zu gucken, einfach, ob es da nochmal irgendein Bonus gibt, wenn man das macht oder so. Aber, mir ging einfach so die Pumpe. Ich meine, es gibt ja wirklich einige anspruchsvolle Spiele und es gibt bestimmt auch was anspruchsvoller ist. Und ich habe gerade erst Bloodborne gespielt und habe da ja auch an dem einen oder anderen Boss lange gebraucht. Aber ich glaube, ich habe für keinen Bloodborne-Boss so lange gebraucht wie für dieses Level. Also das ist echt richtig, richtig hart. Ja, wir laufen jetzt übrigens mit Krone rum. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Ist auch nochmal ganz schön. Also wir haben es jetzt so gesehen geschafft und dürfen jetzt mit der Krone rumlaufen.
Ja. Haben wir jetzt hier die 266. Ich kann schon nicht mehr reden. Die 266 Münzen, aber. Ja, da steht jetzt zwar Rekord, aber. Da gab es jetzt kein Sternchen, da gab es keine Krone, da gab es keine Diamanten. Und dementsprechend. Habe ich das jetzt auch erst gar nicht mehr gemacht. Wir sind auf jeden Fall durch. Da fällt auch, es wird dem anderen schon mal aufgefallen sein, meine Konsole steht übrigens auch einfach auf komplett falschem Datum. Ja, ich habe es geschafft. Wir haben es geschafft. Das Spiel ist zu 100% durchgespielt. Das Einzige, was nicht gemacht ist, sind eben die Time Runs, aber da habe ich ja von Anfang an gesagt, da stehe ich jetzt nicht so drauf. Ich bedanke mich jetzt auf jeden Fall recht herzlich fürs Zusehen. Vielleicht hat ja jetzt dem einen oder anderen hier auch der 5000 Münzen Run geholfen bei seinem eigenen Playthrough. Ich bin auf jeden Fall richtig happy, dass wir die 500%, die 500% genau, die 100% gemacht haben. Würde ich jederzeit wieder machen, das hat mir mächtig Laune gemacht. Ich bedanke mich jetzt nochmal fürs Zusehen und hoffe, ihr seid beim nächsten Projekt wieder mit dabei. Bis dann!